Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde der Sims 2. Ja, ich bin heute im Hause René Rosengarten. Freue mich immer wieder, die Rosengartens zu spielen. Irgendwie die Familie finde ich so, ja, keine Ahnung, so süß. Ich mag sie total. Wie sie so sich zusammengewürfelt haben und so. Sind nach Roxanne sehen. Ich kann es sein, dass sie auch mal auf Toilette, dass sie mal hier Windeln gewechselt werden möchte, ja. Ich will duschen, Mama, mach das, es mir wieder sauber ist. Jo, komm, Kindchen, wir machen das gleich. Meine kleine Roxanne. Danach sehe ich dann noch mal kurz nach ihr. Juhu. So, ich sehe nochmal nach dir. Und jetzt? Hast du noch Hunger? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich Komfort oder so. Hä? Komm. Ja, Papa. Ins Bettchen, genau. Das machen wir. Und dann wegwerfen. Dann mag ich auch nochmal auf die Toilette gehen. Die Toilette säubern. Und dann, ich glaube, ich muss dann selbst zur Arbeit. Oder wie war das? Ja, irgendwie kommt mir da was dazwischen. Ups. So, dann gehen wir. Ach so, warte mal. Ah nee, René hat heute frei. Dann übernimmt er heute die Kinder. Sehr schön. Ach. Wie schön die Musik. So, ich gucke mal nach Pia. Pia, du müsstest... Also, du bist eigentlich noch ein bisschen müde, ne? Geh noch mal hier ins Bettchen. Schlaf noch ein bisschen. Das hast du nicht mehr allzu viel und eigentlich hast du doch gar keine Hausaufgaben gemacht, Menno. Naja, die Ronja, die schläft. Die beiden, ja, glaube ich. Das ist ganz gut, dass die beiden jetzt erstmal schlafen. Eigentlich könnte ich den hier verkaufen. Unten habe ich ja nochmal einen stehen, ne? Ja. Genau, den verkaufe ich doch mal. Den brauche ich jetzt hier oben echt momentan absolut nicht mehr. Und das Teil, eigentlich, das werde ich demnächst zwar unten brauchen. Warte mal, das brauche ich ja auch nicht mehr hier oben. Und dann, ach komm, ich stell's, ne? Ich stell's mal komplett schon mal runter in das Zimmer von Roxanne. Genau. So, der Schulbus wird gleich kommen. Du darfst sie mal unten ein bisschen abspülen und so weiter. Habe ich eigentlich von euch schon irgendwo ein Porträt gemalt? Ich glaube nicht, ne? Das würde sonst irgendwo noch da hängen. So, die beiden werden, ich denke mal, bis 8 sowieso schlafen. Dann gehe ich mal kurz runter. Der Butler ist gekommen. Mit unserem lieben René, der braucht unbedingt noch einen Freund, also einen Familienfreund, um weiterzukommen. Darf aber auch andere nicht verlieren. Vielleicht die Silke mal anrufen, wie wär's? Anrufen Sim. So. Okay. Da. Plaudern wir mal. Ich spule noch mal ein ganz kleines bisschen vor. So, jetzt schicke ich euch beide zur Schule. Du kannst dann noch ein bisschen jetzt erstmal essen. Jetzt gucke ich gerade noch mal. Ja, es ist nahe dran. Nein, das geht doch. Dann rufen wir danach gleich noch mal an. So, 1, 2, alle beide in der Schule, also auf dem Weg dahin. Sehr schön. So, unsere liebe Pia und ihr, ja, ihr Bestreben, 50 traumhafte Dates zu bekommen. Das ist echt ätzend, Mann. Erstes Date mit Gregor hatten wir ja schon, aber das war kein traumhaftes Date oder so. Es geht ja auch nicht darum, im Grunde nicht darum, um die ersten Dates hier. Vielleicht kann ich ja sogar mehrere Dates mit einem machen oder so. Mal schauen. Ich könnte zum Beispiel mal Brandon anrufen und sagen, hey, komm, date mich mal.
Was wäre es ja? Oh. So, Phase 2, was auch immer. Unterwäsche, keine Ahnung. 25 verzeichnen. Jessica verdient einen Kreativitätspunkt. Naja, irgendwas ging gut. Anscheinend. So. Was mache ich denn mit dir, mein Lieber? Oh. Ich habe hier noch gar nicht groß geguckt. Oder? Also nicht, dass ich jetzt wüsste. Okay, gut. Oh, ich bekomme was. Oh, ich kann außerirdisch herbeirufen. Juhu, juhu, juhu. Das ist doch cool, das ist doch cool. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Stopp. Ich habe noch was vor. Ja, okay. Na, das ist doch... Achso, ich wollte nochmal die Silke anrufen. Genau. So. Na, das ist doch cool. Ich brauche dringend... Ups. Meine... Da. Außerirdisch herbeirufen. Ich versuch's einfach mal mit ihm. So, wir rufen einmal erstmal an. Taka, taka, da, lala. Lalalalalalala. Ja, jetzt haben wir hier null. Das heißt, ich habe es geschafft. Bin mit ihr befreundet. Diese Punkte 53, 52 sagt mir aber allerdings auch aus, dass ich mal die Freundschaften auch ein bisschen pflegen sollte. So, wir rufen jetzt mal die Außerirdischen. Tja, ich bin mal gespannt, ob er das schafft. Es ist ja immer so, wenn man sie rufen will, dann kommt keiner. Und juhu, es kommen die Außerirdischen. Oh mein Gott. René. Oh mein Gott. Oh. 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 Ups. 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 Hilfe, René ist entführt worden. Oh nein. Oh mein Gott. Oh, Jessica wurde befördert. Super, super. Und hat auch eine Arbeitskollegin mitgebracht. Kede Blum. Ich plaudere mal kurz mit ihr. Oh mein Gott. René ist entführt worden. Was mache ich jetzt? Ach, naja. Pia, oh Pia, du darfst irgendwie mal Hausaufgaben machen. Aber das ist gar kein Spaß, Mensch. Was mache ich mit dir? Was mache ich mit dir? Charisma dürftest du definitiv auch mal lernen. Gerade wenn du so viele Dings machen möchtest. Traumhafte Dates machen möchtest. Wäre Charisma wahrscheinlich ein ganz gutes Tool. Vermute ich mal. So. Was ist sie jetzt? Unteroffizierin. Okay. Und braucht... Ach ja, bei ihr muss ich noch ein paar Fähigkeitenpunkte auch noch ansetzen. Das heißt, Charisma auch und Körper auch. Dann darf sie doch gerade mal noch ein bisschen reden üben. So, ich spule mal vor. Okay, und er kommt wieder zurück. Oh mein Gott. Ich höre jetzt gerade keine Musik, aber... Doch, okay. Hallo, René. Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Oh nein! Er ist schwanger! Oh, shit! Tja, ich wollte ja eigentlich gar kein... Kind mehr haben in dieser Familie. Oh mein Gott! Oh no, jetzt haben wir doch tatsächlich das geschafft. Und dürfen hier... Warte mal, ich arbeite hier mal an dem Motor. Ja, mach einfach mal weiter, so alltagsmäßig und so, ne? Kannst du schon weitermachen. So, Roxanne. Roxanne Halden.
Oh mein Gott. Okay. Wir kriegen ein außerirdisches Kind. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. So, super. Du bist jetzt mal mit deinem Spaßlevel ein bisschen höher. Ich muss dich definitiv einfach Hausaufgaben machen schicken. Wo hat unsere Pia die Hausaufgaben hingelegt? Da. Ach du Schande. Wir kriegen ein außerirdisches Kind. Jetzt mal wirklich. So, einmal die Windeln wechseln und danach fragst du sie nochmal, was sie denn vielleicht noch gerne machen möchte oder haben wollen würde. Ich weiß gar nicht, wann sie älter wird. Das habe ich jetzt mal wieder... Ah, ich glaube, jetzt wird sie älter. Heute wird sie älter werden. Ach, du Schande. Ja, komm, wir machen das ohne Party. Ich frage sie jetzt gerade nochmal. Und sie ist eigentlich müde. Ach komm. So. Wo mache ich es hin? Da drauf. Da drauf. So, Roxanne zu Kuchen bringen. Damit Roxanne auch älter wird. Was macht er momentan noch draußen? Er arbeitet weiter an dem Motor hier. Unsere Pia guckt noch, dass ihr Spaßlevel sich erhöht. So, ja. Roxanne hat Geburtstag. Roxanne, Roxanne. Komm. Macht. Käthe steht schon mal hier, während noch kaum ein anderer hier irgendwie anwesend ist. Pia kommt jetzt endlich mal und guckt einfach mal zu. Und komm. Jabashu. Juhu. Roxanne ist ein klein Baby. So, dann kannst du sie auch mal direkt hier reinlegen und selbst schlafen gehen. Brauchst nichts essen. Unsere Pia. Okay, du möchtest gerade ein bisschen hier logikmäßig was machen. Warum habe ich Pia gesagt? Ronja natürlich. Pia ist hier oben am Hausaufgaben machen noch. Unser René ist hier draußen. Jo. Er ist schwanger. Er ist echt schwanger. Oh, René. René, René, René. So, dann darfst du erstmal essen. Dann darfst du eine Etage höher gehen. Benutzen. Säubern. Säubern und Bettchen gehen. Ronja, andersrum Pia, macht alles weiter Hausaufgaben. Ja, fleißig. Unsere Pia befreundet sich gerade mit Käthe ein bisschen an. Lasse ich sie auch erstmal ein bisschen hier stehen. Und Roxanne ist wirklich ins Bettchen geschickt worden, während Jessica hier drüben ist. Okay. Wir kriegen echt noch ein Kind. Ein außerirdisches Kind. Das wird ein grünes, grün-blau oder wie die da hier aussehen. Naja. Das ist dann einfach so, oder? So, ein kleines bisschen spule ich gerade noch vor. Weil ich nicht so viel gerade machen kann, da die alle schlafen irgendwie. Jo. Logikpunkt, Logikpunkt. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Habe ich bei dir schon? Oh, Physiologie hätte ich noch nicht. Dann würde es vielleicht ein bisschen schneller gehen. Vom Gesicht her sieht sie irgendwie ganz seltsam aus. Ich finde, die Augen stehen ein bisschen komisch irgendwie. Naja. Sie ist also braun. Die älteste, weiß ich gar nicht mehr, was ihre eigentliche Farbe war. Ich habe ja, ich glaube, es war aber auch braun. Und die jüngste ist, warum eigentlich schwarzhaarig? Wo hast du die schwarzen Haare her? Wobei, sie ist ja die Tochter von ihm. Und die Mutter von ihm war ja schwarzhaarig. Also von daher denke ich mal, kommt es von Babsi. Also der Oma quasi.
Oh, wer ist das? Sultan. Hallo, Sultan. So. Er geht jetzt endlich ins Bett. So, du solltest, glaube ich, auch mal langsam nach oben gehen. Benutzen, baden, darfst noch das kurz säubern und darfst dann erstmal schlafen gehen. Unsere Pia, die, ach ja, die ist jetzt fertig mit den Hausaufgaben. Sehr, sehr schön. Supi, supi, dupi. Oh, ja, genau. Warte mal, lass Roxanne mal raus. Ups, was war das hier? Moment. Anziehen? Nee, das... Geh mal gleich zu ihr. Harndrang. Okay. Können wir einfach mal versuchen, ans Töpfchen gewöhnen. Dass das die Schwester macht. Komm, komm. Da, 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 da. Komm, lass dich mal von deiner Schwester rausbringen. Da 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 Patito. Patito. So. Okay. Ja, wir haben hier Freitag 21 Uhr und ich würde jetzt erstmal sagen, ich schließe halt jetzt den Part. Dann habe ich nämlich noch einen Part mit der Familie. Das finde ich immer cool, wenn ich zwei hintereinander machen kann. Ich sag also ein Tschüss und Goodbye. Und wir sehen uns dann in einer nächsten Runde der... Nein, ich bin hier bei Sims 2. Von Sims 2. Und von der Familie Rosengarten. Da werde ich dann das nächste Mal wieder herkommen. Ciao, ihr Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.